Hallo ihr Lieben, heute mit dem FAQ-Tag. Fangen wir direkt mal an. Ich habe hier meinen Laptop stehen, also nicht wundern, dass ich ihn hier hinschiele. Wie heißt du? Mirjam Wolf. Wisst ihr ja, ne? Beschreibe dich in 4 Worten. Also ich bin lebensfroh, sehr harmoniebedürftig, emotional und empathisch, was nicht immer gut ist. Wie alt bist du? Okay, eigentlich fragt man das keine Frau, ne? 23? Nein, eigentlich schon 33. Wie groß bist du? Ja. Eigentlich, wie klein bist du? So 1,57? Welches Blut fließt in dir? Okay, also mein Papa ist deutsch-polnisch und meine Mama ist philippinisch. Hast du Geschwister? Ja, streng genommen habe ich eigentlich einen älteren Bruder, aber seit 1999 habe ich noch 4 Adoptivgeschwister. Also normalerweise sind das mein Cousin und meine Cousine. Aber meine Tante und mein Onkel sind damals verstorben und dann haben meine Eltern die adoptiert. Wann hast du begonnen, dich zu schminken? Begonnen zu schminken habe ich mich mit 13. Da habe ich immer nur einfach so einen schwarzen Kajal so als Eyeliner benutzt. Wie fühlst du dich ohne Make-up? Also jetzt nicht irgendwie schlecht oder irgendwie doll anders. Nur irgendwie frischer. Und schon irgendwie, ja doch ein bisschen wohler schon. Also man hat dann das Gefühl, dass wenn man ins Gesicht guckt, dass irgendwie mehr Gesicht da ist, wenn man das so sagen kann. Was magst du an Make-up? Ja, also an Make-up mag ich, dass man damit seine Vorzüge halt besser hervorheben kann. Ne, wenn man schöne Augen hat, dann kann man die schön betonen oder hohe Wangenknochen. Und wenn man dann halt etwas nicht so schön an sich findet, dann kann man das gut damit kaschieren, finde ich. Deine 3 heiligen Gräle. Auf jeden Fall ein Concealer. Den brauche ich immer unbedingt, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn Leute Neurodermitis haben, dann haben die oft hier sehr dunkle Augenringe. Und das habe ich halt. Deswegen brauche ich immer auf jeden Fall Concealer. Also ohne Concealer geht gar nicht. Dann Wimperntusche. Weil man dann auch irgendwie, ne, das öffnet irgendwie mehr den Blick, wenn man die Wimpern dann besser sieht. Und das macht halt auch so einen schönen Kranz. Und Eyeliner. Und Rouge. Mit Rouge sieht man auch direkt irgendwie frischer aus. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich so immer benutze. Das geht auch relativ schnell, also 5 Minuten und dann sieht man schon frisch aus. Das waren jetzt nicht 3, das waren 4, ne? Ja, egal. Wie wichtig ist dir das Aussehen? Ja, also bei anderen oder jetzt bei mir? Also bei mir halt, wie gesagt, ich finde es halt für mich wichtig, gepflegt auszusehen. Deswegen benutze ich halt auch Make-up. Bei anderen Menschen finde ich es auch wichtig. Also nicht, dass die Make-up tragen, sondern dass sie einfach gepflegt aussehen. Das finde ich schon sehr wichtig, muss ich sagen. Also wenn jemand irgendwie total fettige Haare hat und sich die Zähne nicht putzt oder keine Ahnung, finde ich schon. Also man kann schon dann auf den Charakter auch ein bisschen schließen. Ne? Also dass das Aussehen ist halt das Erste, was man von den Menschen so sieht. Und also was jetzt nicht unbedingt heißt, dass
wunderhübsche Menschen dann ganz toll sind. Also ich habe auch Leute kennengelernt, die sahen ganz toll aus, dann haben sie den Mund aufgemacht und dann Baby. Ja. So, was magst du am anderen Geschlecht? Muskeln und Stärke oder? Nein. Was magst du am anderen Geschlecht? Also ich finde es wichtig, wenn ein Mann intelligent ist, weil wenn ein Mann, kennt ihr das, wenn ein Mann richtig gut aussieht und dann macht er den Mund auf, es kommt nur so ein Mist raus, das finde ich total, also ist total der Abturner dann irgendwie. Und ja, wenn ein Mann intelligent ist und eloquent, das finde ich gut. Und wenn er dann noch Humor hat und was ich richtig gut finde, ist, wenn er gut mit Kindern kann. Dann schmilzt ich direkt weg. Also wenn, ja, wenn ich das so sehe, wenn mit seinen, keine Ahnung, Nichten, Neffen, wenn ein Mann dann irgendwie liebevoll umgeht, das finde ich toll. So. Was magst du gar nicht? Ja, was ich gar nicht mag, ist Unehrlichkeit. Und, also das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Und Falschheit. Also wenn Leute so nach vorne hin so, hey, wie geht's? Und ne, so ganz freundlich sind und dann aber hinter deinem Rücken ne, die am liebsten so schön Messer in den Rücken rammen, das finde ich immer, also das finde ich ganz schlimm. Womit kommst du gar nicht klar? Ja, mit Falschheit und mit eigentlich so dummen und ungehobelten Menschen. Also Menschen, die sich irgendwie überhaupt gar nicht benehmen können. Also das finde ich zum Beispiel jetzt auch beim Mann auch ganz wichtig, dass der, dass ein Mann schon irgendwie ein Gentleman ist und weiß, sich zu benehmen. Also nicht jetzt, wenn man vorm Haus steht, dass er dann da seine dicken Winterstiefel an die Hauswand dran stellt oder auf den Boden spuckt oder rumrülpst oder... Ja, genau. Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink, klar. Pink muss immer sein. Nee, ansonsten... Ja, eigentlich mag ich alle Farben, aber Pink ist schon so... Meine Lieblingsfarbe. Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen auf jeden Fall Eiscreme. Ja, also mit Eiscreme kriegt ihr mich direkt. hast du ein Idol? Also ein Idol habe ich eigentlich gar nicht. Nee. Also es gibt Charaktereigenschaften oder es gibt Dinge, die ich an anderen Menschen richtig, richtig toll finde. Zum Beispiel, wenn sich andere Menschen richtig sozial engagieren oder ja, sich richtig toll um die eigene Familie kümmern oder sowas finde ich ganz, ganz toll. Aber jetzt so irgendwie ein Idol, dass ich sage, ja, den und den finde ich jetzt super mega und ich will so sein wie der, das habe ich eigentlich nicht. Glaubst du an Gott? Also ich muss sagen, ich glaube an Gott und das gibt mir Kraft. Ja. Genau, also ich glaube auf jeden Fall an Gott. Das ist es mir auch, also ich muss sagen, das ist mir auch richtig, richtig wichtig. Und ich bin auch der Meinung, Gott sieht halt auch alles und deswegen versuche ich mich schon irgendwie so zu verhalten, dass es bei Gott irgendwie gut rüberkommt. So. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Also meine Lieblingsjahreszeit ist definitiv der Sommer. Also ich bin total der Sonne, Sommer, Strand, Meer-Typ. Ich muss aber sagen, ich finde halt alle anderen Jahreszeiten finde ich auch schön, beziehungsweise
jede Jahreszeit hat etwas, was ich gut finde. Also jetzt zum Beispiel im Herbst, also ich liebe diese roten und gelben Farben und wenn die Sonne dann scheint, also das finde ich auch total herrlich. Oder im Winter, wenn es trocken ist und auch die Sonne wieder am Schein ist und der Schnee dann so glitzert und man sitzt zu Hause mit einer Tasse heißem Kakao und Marshmallows drin und guckt dann aus dem Fenster raus oder macht einen Spaziergang, am besten auch mit dem Kakao. Also das finde ich schon ja auch schön, genau. Aber Sommer ist so mein, an Sommer finde ich alles toll, sogar wenn man schwitzt, also ist auch egal, aber Sommer ist cool. Was predigst du immer und tust es selbst nicht? Also ich predige andauernd, trink doch mal mehr Wasser. Ja, das sage ich immer. Ne? Und gerade, also ich bin die Älteste von den Mädels. Und dann sage ich schon ganz gerne zu meinen Schwestern, ja, trink doch mehr Wasser, ist gut für die Haut. Und ja, aber ich selber... Bro. Aber, pst, ne? Was machst du immer gerne? Was ist typisch für dich? Also, was ich super gerne mache, ist kochen und backen. Und was typisch für mich ist, und was ich auch gerne mache, ist im Internet recherchieren. Also richtig lange recherchieren. Also bevor ich mir irgendwas kaufe, ich kann nicht in den Laden reingehen und mir dann direkt was kaufen, sondern ich muss immer super lange schauen, ob es auch wirklich gut ist und schaue mir dann ganz viele Reviews an oder ja, Testberichte, Erfahrungsberichte und ja, also da muss ich sagen, da ist mir die Meinung von anderen hilfreich und das mache ich gern. Und was mache ich sonst noch gerne? Handwerk. Also wenn jemand sagt, ah, ich habe mir einen neuen Schrank gekauft und oh, ich habe keinen Bock, den zusammenzubauen oder keine Ahnung, wenn irgendwo was ausgewechselt werden muss oder im Bad was montiert werden muss, das mache ich total gerne, das liebe ich. Ja. Was ist eine Unart von dir? Also eine Unart von mir ist, ich muss immer andere Menschen anfassen. Das fällt mir dann manchmal überhaupt gar nicht selber auf, aber wenn ich neben jemanden stehe und mich mit dem unterhalte, dann muss ich immer irgendwie ja, an den Arm fassen, an den Ellenbogen oder so über den Arm reiben oder an der Schulter oder... Also es ist ganz schlimm, also ich muss immer irgendwie an Leuten rumfummeln. Also das ist eine Unart. Und manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie Monk. Ja. Egal, ob ich jetzt zu Besuch bin oder keine Ahnung wo, wenn ich sehe, dass die Klopapierrolle verkehrt rum ist, also das Blatt dann hinten zum Abziehen, dann muss ich das umdrehen. Oder wenn ich sehe, dass Bilder irgendwie schief hängen, dann muss ich die auch immer direkt gerade machen. Ja, bisschen monkhaft, egal. Was magst du an YouTube? Ja klar, mein erster Tag und meine Kamera ist ausgegangen. Keine Ahnung warum. So, wo waren wir denn? Was magst du an YouTube? Also was ich an YouTube total gerne mag, ist, dass man dort viel lernt. Und mittlerweile gibt es ja Videos zu allem, ne? Wie schminke ich mich, wie mache ich meine Haare, wie klebe ich mir falsche Wimpern an, über Aquarien, über Kochen, Backen, eigentlich alles. Und das finde ich total genial. Also ich hätte mir gewünscht, wenn, als ich damals so, keine Ahnung, 16 oder jünger war und mit Schminken halt gerade angefangen habe, da wäre das eigentlich richtig cool gewesen, wenn meine Freundin und ich, wenn wir alle YouTube gehabt hätten, dann wäre uns nämlich ganz viel Peinlichkeiten erspart gewesen. Also wenn ich mir überlege, die Mädels damals in meiner Klasse, die zum Beispiel ganz doll unter Akne gelitten haben oder so, die sich dann halt versucht haben, mit hier Liquid Make-up irgendwie zu helfen. Also das sah dann manchmal halt noch schlimmer aus,
weil die dann halt irgendwie so hier so einen Rand hatten. Oder ja, irgendwie wusste man auch gar nicht, wo man hier Blush aufträgt oder keine Ahnung, so viele Dinge, wo ich mir denke, da haben es die Mädels heutzutage eigentlich echt einfacher. Und ja, dank YouTube. YouTube ist sehr cool. Ja, was mag ich noch an YouTube? Dass das auch alles echte Meinungen sind. Also es gibt oft Dinge, die werden so von der Werbung total hochgejubelt, wie cool und wie super und hilft auf jeden Fall und bla bla bla. Und auf YouTube kann man dann halt wirklich die echten Meinungen sehen und manchmal erkennt man dann, dass Dinge eigentlich ja, Geld gar nicht wert sind. Und dafür Dinge, die zum Beispiel richtig günstig sind, ne, wo die Werbung dann jetzt eigentlich gar nicht so den Fokus drauf setzt, dass die total genial sind. Also ja, das finde ich toll. Was hast du an YouTube? Ja, mittlerweile ist es leider so, finde ich, dass viele, viele Menschen unterwegs sind, die einen Spaß dran haben, andere zu verletzen über YouTube. Ja, das hasse ich eigentlich. Also das ist auch richtig schlimm. Ja, hier in meinem eigenen Kanal habe ich das jetzt noch nicht so häufig gespürt. Aber ich habe ja noch den Kochkanal und also dort war das schon öfters. Also da kommen dann nicht so Kommentare wie, ja Miri, dein Thai-Curry fand ich jetzt echt zum ne? Damit könnte ich jetzt noch leben, weil Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Aber wenn jemand dann sagt, ja, du bist zu asiatisch oder deine Augen sind zu schlitzig oder du bist zu klein, zu blond, zu... weiß ich nicht. Dann muss ich sagen, das ist schon sehr verletzend und... also ich finde es dann schon schlimm, muss ich sagen. Und das hasse ich auch an YouTube. Ich meine, ich kann da jetzt eigentlich mittlerweile recht gut umgehen, weil ich mir sage, okay, die Menschen haben nichts Besseres zu tun. Keine Ahnung, irgendwelche komischen Leute, die wirklich nichts Besseres zu tun haben, als andere Leute irgendwie persönlich anzugreifen oder irgendwie fertig zu machen. Und die sitzen halt hinter ihrem Laptop und diese... wie soll ich das sagen? Also die verstecken sich eigentlich ja dahinter. Und im echten Leben würden die sowas wahrscheinlich ja nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass die den Mut hätten. Und ja, das tue ich mir jetzt mittlerweile immer wieder vor Augen halten und ja, das hilft dann auch. Aber das ist so eine Sache, die wirklich ein YouTube-Scheiße ist. Also da bin ich auch der Meinung, müsste eigentlich dieses Däumchen runter, das müsste abgeschafft werden, weil es ist super, wenn man ein Däumchen hochkriegt, aber wenn es einem nicht gefällt, das Video, dann soll man es einfach nicht schauen, finde ich. Oder? Was meint ihr? Ja. Wie fühlst du dich vor der Cam? komisch. Also in den Kochvideos, da geht das. Da ist ja Jerry dabei, da bin ich nicht alleine und das Team. Und wenn ich dann so in die Kamera schaue oder dahinter, dann sehe ich halt jemanden und dann fällt mir das halt auch alles sehr, sehr leicht. Aber so jetzt finde ich das schon irgendwie komisch, so ein bisschen weird. So, ja, irgendwie so mit der Kamera zu sprechen. Ich stelle mir dann halt wirklich vor, dass ihr da jetzt draußen seid, dann geht das wieder. Aber ist komisch. Deswegen habe ich mich bis jetzt ja immer gesträubt, irgendwelche Texte zu machen, wo ich ja vor der Kamera bin. ja, das war's eigentlich schon. Das Letzte ist, wen taggst du? Ja, euch alle. Ich tagge dich, dich und dich da hinten auch. Ja. Das war's. Bye bye.